Dann machen wir jetzt gleich noch das große Treckerrennen. Ah, da sehe ich mich. Da muss ich gewinnen. Der JCB Fast Track, das ist der schnellste, den nehmen wir. Bereit? Bereit. Ja, moin. Auf die Plätze. Fertig. Los! Löscht euch! Fahr los, du Ja, sag ruhig. Was wolltest du gerade sagen? Du Löscher. Löschzwerg. Entweder du Loser. Nein, das wollte ich wirklich nicht. Achso. Sag mal, wie lange wolltet ihr denn auch nebeneinander rumräumen? Was ist das denn für ein Rennen hier? Das ist ja herrlich. Alle stehen wieder, okay, dann könnt ihr jetzt... Ne? Jawohl! Jetzt kriegt ihr sie in den Arsch wieder. Ui. Na hör mal. Entschuldigung. Na hör mal. Achtens, mein Name, das macht dann 3,50, ne? Ey, ey, wer ist hier neben mir? Der Töpfer. Nicht abkürzen. Ja, der hat abgekürzt. Nix da. Der Sandstreifen gehört zur Bahn. Das war nicht, das ja, war okay. Dick Gras. Aber die Wiese doch nicht. Das war nicht Wiese. Jules, du hast es gesehen. War keine Wiese. Gib dir ein paar Strafsekunden hinten dran. Das wird... Hör mal, wenn ich Stürzlinger heißen würde, dann hätte es jetzt keine Diskussion gegeben. Nix da. Polizei. Schlechter Verlierer bist du, Ansgar. Ja. Schlechter Verlierer. Und womit? Mit Recht. Nee, mit einem JCB Fast Track. Ich glaube, jetzt ist die Messe gelesen, ne? Nee, du kannst noch Ideallinie fahren. Ja, ja. Das kann nämlich der Stefan nicht. Merkst du selber, ne? Oh, Stefan, das war nicht Innenkante Sand. Das war nicht gut für dich, du. Das war nicht gut. Eieieiei. Was ist das hier? Herr Mertens, was machen Sie? Bevor Sie in der Wieso, oder du Spinner. Oh, ich gar nicht. Ich war einfach eine gute Innenkante. Yes! Sechster, Alter! Ja! Da sind wir wieder im Game hier. Stefan, jetzt weißt du, wie ich mich bei der ersten Rasenmäher-Challenge gefühlt habe. Ja! Jetzt kann ich zufrieden ins Bett gehen, Alter. Oh mein Gott. Ja! 12 Stunden hast du auch schon geschafft. Na, hör mal. Oh, das ist... Wahnsinn, keine Zincado Nation der Welt kann dieses Gefühl übertrumpfen. Ah, du bist so still, Stefan. Freunde, hier hat sich gerade auch Spektakuläres ereignet. Du hast den Mertens gedreht, ne? Aber Mertens, wieso bist du so ein ruhiger Spieler? Wieso bist du nicht ausgerastet?
Du hast weil die ganze ich die Ruhe in Person bin. Ja, und innerlich nur brodel. Ja, zu Recht. Das war eine Frechheit. Du hast die ganze Zeit schon mich im Blick gehabt und hast immer versucht, das abzuwenden. Ich wusste auch nicht, dass es jetzt so gut funktionieren würde, aber ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen lustig. Könnt ihr davon nicht nochmal irgendeinen Fahrfehler machen, alle beide? Nee. Nur einmal Sieger werden noch. Nur einmal. Kannst du gleich beim Derby. Also. Könnten wir nicht wie bei Mario Kart da noch so Ölflecken, dass dann sich die Autos drehen, hinbauen? Ja. Ja, genau, dann kommt jetzt dreimal die blaue Bombe, ihr könnt mich mal. Ja, genau. Erste Plattbombe, Nix da, gibt's nicht. Ach doch, nicht. Erste Platzbombe. Nein. Hast du das eigentlich gesehen, Ansgar? Simon hat mir ein Paket geschickt, ne? Mit einem Roper Rübenroh da drinne. Hast du den immer noch auf deinem Schädel? Ja, ja. Was für ein. Hä, wie ein Roper Rübenroh da auf dem Schädel? Pass auf, das Ding ist, ich hatte mir auf der Hot einen Roper Roder gekauft. Ja? Und der Schneidwegs-Anhänger war verbuggt. Und dieses Schneidweg ist immer rausgefallen. Ich hab gewonnen. Yes. Und irgendwann war ich so frustriert. Da habe ich mir einen Holmer gekauft und den Roper verkauft. Ist mir mit dem Holmer auch nochmal das Schneidwerk runtergefallen. Und alle im Chat immer so, ah, zeig uns nochmal, wie das mit dem Roper geht. Weil ich am Anfang meinte, ja, das funktioniert doch easy mit dem Schneidwerkswagen. Und dann hat Simon mir jetzt so ein Roper-Modell geschenkt, das mir jetzt aufs Headset geklebt habe. Lol. So ein Siku-Modell oder was? Ja, genau. Ah, lol. Der Ecke. So der hat mir einen Korkenzieher geschickt. Stimmt, der war was! Ja, Freunde, sind wir drin. Machen wir jetzt die allerletzte Challenge. Ja, sage ich danke an alle Mitspieler, auch wenn Michael jetzt schon weg ist, aber hat großen Spaß gemacht, war lustig. Herzlichen Glückwunsch dann an Lukas, ne? War der. Ja, Lukas, an den definitiven Gewinner der Challenge. Ja. Glückwunsch. Und ich glaube, es war eine spaßige Sache hier. Hat mir, wie gesagt, großen Spaß gemacht. Servus Erdnuss, schreiben die Leute hier schon. Ja, das soll es soweit von diesem Stream gewesen sein. Ich danke euch. Moin Meister!